Willkommen zu Monster Hunter World und da, wir sind dabei, einen Tobikadachi zu jagen. Herrank wieder, natürlich. Dieses Mal trage ich wieder das Nergigante Langschwert. Panzerhaut. Und danach den Mantel, denn direkt unter uns, oder direkt vor uns besser gesagt, ist auch schon Tobi. Ich versuche ihn wieder zu fangen, wenn ich es denn hinbekomme. Ach, und meine Combo ging ins Leere. Komm runter, wir haben nur 30 Minuten Zeit. Alleine ist es etwas schwierig, die Schwertkombo aufzuladen. Finde ich jedenfalls bei ihm. Da er sich öfter mal wegbewegt. Jetzt Stufe 1. Ach, betäubt. Ah, da war gerade Material. Das möchte ich haben. Ich wollte das Material. Ach Gott. Ich will doch nur das Material haben. Geht doch. Ah, das trifft mich noch. Und mach wieder eine volle Heilung. Achso, ja, ich habe ja noch gar nicht den Kapseln ausgerüstet. Ach, verdrückt, ich wollte nicht mehr. Nein, Anschlaf brauchen wir nicht. Nein, ich möchte nicht das Gift, das ist ein Gift. Stufe 2. Ja,
Einmal heilen bitte. Und ich sehe, dass der Anschonach daherkommt. Ach, gerade beim Runterrutschen. Du kriegst direkt eine Dunkapsel in die Fresse. Ja, das Geschrei hilft doch nichts. Ja, ich weiß, du magst Anschnaff nicht. Und du magst mich nicht. Okay, ich hab's verstanden. Verschwinde. Gut, ja, du darfst mir helfen. So, jetzt darfst du aber auch wieder verschwinden. Spur nehme ich mit, die Wespe nehme ich mit. So, wenigstens gehen sie nicht ins selbe Gebiet. Oh, Dung. Dung, Dung. Wo ist Dung? Doof, sehe ich nicht. Egal, gehen wir weiter. Ja, dann kann ich ja jetzt meine Combo voll machen. So. Ach Gott. Und es ging ins Leere. Perfekt. Was will man mehr? Ich weiß, ich hätte Waffen wegstecken müssen. Warum probiere ich überhaupt? Ja. Dann machen wir halt nicht Stufe 3. Tobi kann etwas anstrengend sein. Er kann ziemlich anstrengend sein. Looten wir halt etwas. So. Thank you.
Oh, sogar noch getroffen. Oh, er hat ein Totenkopfsymbol. Komm, wo sind die? Da sind sie. Okay, haben wir auch einen Tobi Kadachi gefangen. Ich fange im Moment gerne die Monster, da ich mir noch das ein oder andere Material erfahren möchte. Man kriegt zwar nicht jedes Material durchs Fangen, aber man kriegt im Endeffekt mehr Materialien am Ende. Und wir haben einen Edelstein, einen übern Edelstein. Und genau dieser benötige ich noch für die eine oder andere Waffe. Ich habe einen Gutschein eingesetzt. Dann schauen wir noch kurz in diesem Part zum Schmied. Wo ich den Wyvern-Edelstein jetzt einsetzen würde. Oder wo er gedacht wird, dass ich ihn noch einsetzen möchte. Das heißt, ich nehme ihn jetzt selbst nicht auswendig. Auf jeden Fall werden wir im nächsten Part einen Anschnaff fangen, versuchen. Okay, Schwarzstahl-Langschwert kann ich ihn jetzt herstellen. Das habe ich in meiner Liste drinnen. In meiner Wunschliste. Aber ich habe eine Gildenkarte bekommen. Tyrant. Dann verschicken wir Tyrant eine Karte zurück. Ah ja, ich wollte ja noch schauen auf meine Wunschliste. Okay, die Schwarzstahl-Langschwert. Dann wollte ich mir dann eine ein stärkeres Langschwert draußen machen. Waffen, Langschwert. Schwarzstein Langschwert 1 habe ich schon, das heißt Stufe 2 möchte ich dann wahrscheinlich haben. Ja, Stufe 2 für die Xenoschieberklinge. Genau. Und für später dann kaiserlichen Schimmer. Möchte ich auch haben. Aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt für die Waffe direkt einsetze. Was haben wir hier? Da haben wir die Kirin-Klingen. Möchte ich aber dann eigentlich auch eher daher. Feuer und Eis. Doppelklingen habe ich noch nie gespielt. Dann müsste ich aber gegen Theostra kämpfen. Aber Doppelklingen wären mal schön in dem Video zu spielen. Ich habe noch nie mit den Doppelklingen gespielt. Okay, ich kann mir sowieso keine Schwarzstahl-Waffen im Moment herstellen. Die ist schon auf dem Maximum. Und da bräuchte ich noch einen Koma-Beutel. Könnte ich das Großschwert auf Maximum bringen? Wie sieht es hier aus? Oh. Die geht dann schon auf Maximum mit Explosionsschaden. Dann machen wir das. Genug Geld habe ich jetzt noch nicht, aber Material habe ich halt noch. Ich werde dann halt noch schauen, ob ich was verkaufen kann. Objekte verkaufen. Das sortieren wir. Ja, Schuppen eingesammelt habe ich einige.
reicht hier noch immer nicht. Da wollte ich hin. Aber ich werde hier einfach mal 15 Stück verkaufen. Hier 14. Hier 13. Ich werde dann sowieso mal wieder farmen gehen. Dann bekomme ich von dem hier genug. Denn ich brauche noch Korallenkristalle, um mir Waffen herzustellen. Und hier kann ich mir jetzt Gammastock 2 herstellen. Ich gehe da mal auf Nein. Gut, außerdem können wir schauen, ob wir sockeln können. Flug. Will erhöht den Schaden durch gesprungene Angriffe. Stufe 2. Sprungangriff plus 20% dadurch. Ich hoffe, dass das stackbar ist. Also dass ich dann jetzt plus 20 habe. Okay. Aber ich würde sagen, das war es wieder für diesen Part. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.